Willkommen zurück zu Let's Play 4.2 Project Origin. Immer noch mit Kopfschmerzen. Aber. Ach, es muss ja weitergehen. Ich gebe mein Bestes für euch. Allerdings werde ich jetzt mal ganz kurz den Part unterbrechen, weil ich was nachgucken möchte. Ich blende es euch kurz ein. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Gegenstände gefunden. Damit sind wir auch wieder hier. Wow, wow, wow. Leck mich auf den Arsch. Extremer Ruckler gerade. Nee, 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 brauchen wir nicht. Gut, wir haben jetzt hier in den kompletten, also im letzten Level hatten wir 11 Hinweise zu sammeln. Jetzt sind es 4. Zeigt, dass sie doch noch gnädig mit uns sind. Ich bin echt froh, dass wir irgendwie diese 11 gefunden haben. Wie auch immer. Hallo? Gut, hier kann ich wohl nicht rein. Zumindest nicht auf den Weg. So. Ups, hier hänge ich an der Treppe fest. Hinweis, Hinweis. So. Ich verabschiede mich mal kurz, um einen Hinweis zu lesen. Räumungsplan. Räumkommandos. Explosivladungen dürfen nur entsprechend dem Aufräumen und Zeitplan platziert oder scharf gemacht werden. Das ist sehr wichtig. Die korrekte Positionierung jeder einzelnen Ladung ist notwendig, um den Zusammenbruch der tragenden Strukturen zu garantieren. Auch die Zündverzögerungen wurden sorgfältig berechnet, um Luftüberdruck zu minimieren und die Zersplitterung der Trümmer zu erhöhen. Teams, denen ein Abweichen vom Plan nachgewiesen wird, werden gekündigt. Wieso habe ich denn hier keine Explosion? Ganz komisch. Ja, fuck, da bin ich ja fast tot. Da hier heilen, heilen, heilen. Fast, dass er nochmal aufstehen wollte. Hier noch ein bisschen Rüstung, genau. Tür anscheinend nicht auf. Wir meinen X da drüben haben wir schon was gelesen. Dann fahren wir mal schön in Aufzug 3. Verdammt, was machen Sie noch hier drin? Nicht Aufzug 3, sondern Shop. Ah, Snakefist. Ich habe mich schon gefragt, wann wir uns wiedersehen. Warum helfen Sie uns? Weil ich weiß, dass wir alle sterben, wenn Sergeant Beckett stirbt. Das hat mit Projekt Harbinger zu tun. Drei Inspirations, ne? Drei Hinweise. Verschwinden Sie aus dem Gebäude, bevor es gesprengt wird. Eins will ich noch kurz gucken. Nicht runter, das ist da, wo wir eben waren, wie ich jetzt gerade eben bemerkt habe. Ich habe hier nicht die hohe Energie, lass mich.
ist der richtige Weg. Okay, dann müssen wir noch mal hier kurz dran vorbei. Gibt es hier vielleicht noch wenigstens noch einen Hinweis oder so? Oh, hier ist wohl gar kein Durchkommen. Doch. Hier kommen wir zu dem Medikit. Aber da, es geht auf jeden Fall nicht mehr. Gut. Alles klar. Und einen Hinweis haben wir. Was ist das denn, diese... Das macht meinen Kopfschmerz noch nicht besser. Scheiße. So. Fox hier. Hier ist keiner zu sehen. Hm? Ich gehe zur Radiologie. Hier stimmt was nicht. Hier werden wir dann anstatt dessen rausgefahren. Wieso brenne ich denn jetzt? Nein, er hat die ganze Zeit Flammen. Pfeffer. Hallo? Napalmkanone. Weg die Sau. Hinweis. MMATC sagt, Terry, ich konnte den Anpassungsprozess von Michael Beckett anschließen. Ich schicke Ihnen die Daten. Ich möchte, dass Sie seine Einstellungsdaten neu berechnen. Oh, hallo, Genevieve Aristide. Wie schon gesagt, hier spricht nicht Terry, aber ich bin sicher, er würde Ihnen antworten, dass sie ihre und seine Zeit verschwenden. Einmal ist völlig außer Kontrolle. Ich habe gerade einen Vergleich mit den letzten Daten aus der Kammer, bevor Wade sie herausgelassen hat, angestellt. Die Wachstumsrate ist exponentiell. Dann passen Sie die Einstellungen an. Daran kann man nichts anpassen. Der Eindämmungsplan wird nicht funktionieren. Er wird alles nur noch schlimmer machen. Sie haben 3 Stunden. Beeilen Sie sich. Ihr Status wird auf Offline erscheinen gesetzt. Das sieht mir zu richtig aus. Ich möchte hier natürlich ein gutes Let's Play zeigen. Und dazu gehört dann auch hier nochmal reinzugucken. Und zu gucken, ob hier vielleicht noch was fehlt. Es scheint auch auf jeden Fall nicht so. Hier können wir jetzt mal... Ah, ein Reflexinjektor. Sehr gut. Brandgranaten haben wir sogar gefunden. Brennt die auch bis jetzt noch nicht genug. So, jetzt geht's auf jeden Fall hier weiter. Ich erinnere. Wie bitte? Da bist du ja. Ich verstehe dich zwar meistens nicht, aber immerhin redest du mit mir. Panzerung. Na, ist nicht mitgerechnet. Seh dich. Leider brenne ich mal wieder. Aufgeräumt, da rechts waren glaube ich keine Hinweise mehr, zumindest habe ich gar nicht gesehen. Mist, hab ich's doch geahnt. Und was jetzt? Wir haben glaube ich erst 2, richtig? Sein telästhetisches Profil ist ungewöhnlich. Ich denke, sie kann ihn spüren, auch ohne Verstärkung. Hey, Snakefist. Die IM-Übertragung 2. Snakefist sagt, hey, verflucht, tun Sie nicht so, als ob Sie nicht da wären. Ich sehe Sie auf dem Bildschirm. Ich habe das Sicherheitssystem angezapft. Haben Sie einen Bericht gelesen, den ich geschickt habe? Ich habe zu tun, Terry. Ich kenne diesen Terry nicht, von dem Sie sprechen. Aber wie dem auch sei. Haben Sie meine Schlussfolgerungen gelesen?
Sie wissen schon, den Teil, wo es heißt Erfolgswahrscheinlichkeit 3%, Wahrscheinlichkeit katastrophaler Nebeneffekte 84%, Ihr Status wurde auf Abwesen gesetzt. Snakefist sagt, Missstück. Missstück, 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 Missstück. Fuck you! Sie ist die Mutter der Apokalypse. Snakefist Mutter der Apokalypse. Mir fehlen die Worte. So. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gleich froh, wenn das Kapitel rum ist, denn es macht echt keinen Spaß, mit so Kopfschmerzen aufzunehmen. Ich hoffe, ich lasse es mir nicht allzu sehr anmerken. Ich gebe mir Mühe, hier noch einen einigermaßen normalen Kommentarstil hinzubekommen. Und trotzdem alle Hinweise auch hier zu finden, damit es ein sehr, sehr schönes Let's Play wird. Ihr könnt mir auch eigentlich mal an dieser Stelle mal schreiben, wie es euch bis jetzt gefällt. Ich werde es mir natürlich... jetzt mir natürlich durchlesen, würde ich sagen. Mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Das heißt gerade ein Kopfturm. Hey, wie kamst du denn angespaßt und dann auf einmal ist alles wieder gut? Sagt man es jetzt hier irgendwo, dass der scheiß Hinweis ist. Verdammte Scheiße. Der letzte Hinweis muss doch hier irgendwo sein. Hier war ich noch nicht drin, toll. Komm schon, bitte. Ups, das Medikit aufgenommen? Ja, ich glaube schon. War ich hier schon? Ja. Da auch, dann muss es wohl hier sein. Fucking Hinweis. Ich glaube fast, dass das der falsche Weg ist, weil... Ne. Ja, war der richtige. So habe ich es aber gemeint. Denn ich wollte ja eigentlich den falschen Weg, was heißt falsch, den optionalen Weg finden, damit ich... Ich habe es jetzt Hinweis. Sehr gut. Einsatzrichtlinien. Erstens, Aufzeichnungen und Dokumente stapeln und verbrennen. Vertrauliche oder sensible Dokumente, zum Beispiel Stufe 3 und darüber, sollten zuerst durch den Aktenvernichter gehen. Zweitens, Computer. Festplatten sollten verbrannt und damit eine Vorschlagkammer zerschmettert werden. Drittens, medizinische Proben aller biologischen Stoffe sollten mit Phosphor oder Schwefelsäure zerstört werden. Viertens, Personal. Wenn Sie Personal ausschalten, benutzen Sie die spurenneutrale Ausrüstung, die Ihnen gestellt wurde. Personal, das mit nicht standardgemäßen Methoden, zum Beispiel Strangulation, ausgeschaltet wurde, sollte entsprechend der Richtlinie für medizinische Proben entsorgt werden. Das heißt, schön. Alles metzen. So. Jetzt müssen wir auch gar keine optionalen Wege mehr gehen. Gehen Sie mir zurück. Denn, obwohl, das war nicht jetzt so stutzig. Hier überall soll jetzt nichts mehr sein. Naja gut, ich halte mich da jetzt dran. Wir haben auf jeden Fall 4 gesammelt. Es stand am Anfang 4 da, als ich nachgeschaut habe. Und wenn das jetzt halt nicht stimmt, dann können sie mal die Eier kauen. Holy. Der ist weg. Jetzt kann ich euch nämlich auch mal zeigen, dass ich nicht so nur der Noob bin, sondern vielleicht sogar ein wenig Skill habe. Indem ich jetzt hier kurz Prozess mit dem Ganzen mache. Hey, was geht? Beckett, ich habe eben Arretin in einem Aufzug verschwinden sehen. Ich
werde sie einholen. Sieh zu, wie ihr herauskommt. Wir treffen uns draußen. Yes. Auch ein Medikit mitgenommen. Ah, wo sind wir denn hier? Ah, da wurde operiert worden. Wurden die wirklich so misshandelt oder sind es nur Wahnvorstellungen? Oh shit. Oh, verpiss dich. Scheiß Arschloch. Beckett! What the fuck, Jankowski? Wir müssen ihr helfen. Scheiße. Fuck, Alter, wie sieht's denn hier aus? Für eine Massenschlachterei ist denn hier abgehalten worden. Ja, hier den Kopf runtergekickt. Oh, das war's mit dem Level. Sergeant Jankowski starb vor ihren Augen, zerrissen von einer Art chirurgischen Maschine. Inzwischen sind Kommandoeinheiten für geheime Operationen der Armee dabei, die Anlage systematisch zu zerstören. Sie müssen heraus, bevor das ganze Gebäude zusammenbricht. Snakefist hält daran fest, dass sie von jemandem namens Eimer gejagt werden, die sie absorbieren will. Ob das wirklich so sein wird, sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben natürlich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei 4.2.